Ist das die Lösung für Tiere, die uns nicht passen? Welche Geheimnisse gibt es unter Wasser? Tiere, die völlig anders sind, als man denkt. Weshalb das nicht nur Glückskäfer sind und trotzdem Wunder der Natur. Wer frechen Grauhörnchen den Meister zeigt. Und was dahinter steckt, wenn Muscheln Wasser spritzen. Eine Geschichte, die sie bestimmt noch nie gesehen haben. Willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zur zweiten Folge unserer beiden Netz-Natur-Sendungen über gebietsfremde Tier- und Pflanzenarten in der Schweiz. Wir möchten Ihnen heute zeigen, wie man mit solchen Arten umgeht, wie man sie bekämpft oder freiwillig oder vielleicht auch zwangsläufig toleriert. Und dass es dabei nicht immer ganz logisch zu und her geht. Der weiße Höckerschwan, der stolz auf unseren Gewässern und doch ein Fremdling in der Schweiz, eingeführt vor rund 300 Jahren als Ziervogel in Perken und in Gärten. Den Bauern an den Flüssen und den Seen sind sie ein Dorn im Auge, weil sie die Wiesen mit ihrem Kot verschmutzen, aber noch sind sie geschützt. Anders ist das mit den schwarzen Schwänen aus Australien. Wenn sie aus Gehegen ausbüchsen und dann auf den Gewässern schwimmen, werden sie jedes Mal entfernt. Hier sind wir jetzt am Lago Maggiore im Tessin. Und zwar nicht wegen der Schwäne, sondern wegen der Mücken. Dieses Gebiet am Nordende des Sees, wo auch das Naturschutzgebiet der Bolle di Magadino liegt, ist jedes Jahr von großen Mückenschwärmen geplagt, die intensiv aus der Luft mit einem biologischen Wirkstoff bekämpft werden, sogar im Naturschutzgebiet. Aber die Mücken, die Stechmücken, die wir Ihnen in der letzten Sendung vorgestellt haben, die asiatischen Tigermücken, haben nichts mit den Stechmücken in einem solchen Sumpfgebiet zu tun. Man hat jahrelang beobachtet, welche Mückenarten hier vorkommen. Die asiatische Tigermücke konnte man nie nachweisen, weil sie eine andere Biologie hat. Sie siedelt sich vor allem dort an, wo Menschen leben. Die asiatische Tigermücke ist deshalb problematisch, weil sie Viruskrankheiten übertragen kann. Und sie ist seit 2003 in die Schweiz eingewandert und hat sich vor allem im südlichen Tessin weit ausgebreitet und dringt auch immer weiter Richtung Norden vor. Und diese Tigermücken unter Kontrolle zu behalten, ist gar nicht so einfach. Tigermücken stechen im Gegensatz zu einheimischen Arten meist am Tag. Und ihre Brutstätten sind nicht Sumpfgebiete, sondern Wasseransammlungen in der Welt der Menschen. In einem Regenwassergulli ist eine Tigermücke frisch geschlüpft und unter Wasser zappeln ihre Larven. Bilder aus der letzten Sendung über fremde Arten. Was kann man gegen Tigermücken tun? Im Tessin, wo sie seit dem ersten Nachweis 2003 inzwischen weit verbreitet sind, kümmern sich die Gemeinden um die Behandlung der Brutplätze in den Regenwasserdolen. Ein Giftstoff aus Bakterien, der spezifisch gegen Mücken wirkt, wird in solche Brutplätze gespritzt. Für andere Insekten und auch sonst für Mensch und Umwelt ist dieses Gift nicht schädlich. Wo es viele Tigermücken gibt, werden auch die Gärten mit klassischen Insektiziden eingesprüht. Jede noch so kleine Wasseransammlung nutzen die Tigermücken. Auch hier kommt das Bakteriengift zum Einsatz. Topfuntersätze mit etwas Wasser sind beliebt für die Eierplage und werden deshalb auch behandelt. Das Team der Biologin Eleonora Flaccio von der Fachhochschule SUPSI bildet hier Zivis aus im Kampf gegen die Tigermücken, mit gutem Grund. Bei Ravenna in Italien gab es 2007 über 250 Ansteckungen mit dem Chikungunya-Fieber, das erkrankte Reisende aus Indien als Virusträger eingeschleppt und dann Tigermücken in Italien weiter übertragen hatten. Seither werden Tigermücken in Italien intensiv bekämpft. Trotzdem gab es auch 2017 über 250 Übertragungsfälle, diesmal bei Rom und in Kalabrien. Es ist absolut entscheidend, jede Wasseransammlung zu beseitigen, in Pneus, in Kübeln, in leeren Flaschen, Dachrinnen oder Topfuntersätzen. In der Schweiz wurden bei Menschen bis jetzt weder Übertragungen von Chikungunya noch von Westnilviren, die auch von diesen Mücken übertragen werden, nachgewiesen. Trotzdem überwacht man die Tigermücken in der Südschweiz und punktuell auch nördlich der Alpen sehr genau. Mit solchen Wasserfallen, in die die Mücken ihre Eier legen. Die Forschungsgruppe an der Tessiner Fachhochschule SUPSI koordiniert die Mückenüberwachung in der Schweiz.
Bei den Tigermücken arbeiten die SUPSI, das Public Health und Tropeninstitut in Basel, das Bundesamt für Umwelt und Infofauna in Neuchâtel zusammen. Diego Parondo sammelt hier Hölzchen mit angeklebten Mückeneiern ein. Aber tausende solcher Hölzchen aus den Mückenfallen wertet man dann im SUPSI-Labor in Porza bei Lugano aus. Jedes wird untersucht und man zählt und bestimmt die 1,5 Millimeter kleinen schwarzen Mückeneier. So entsteht aus 1000 Informationen ein Gesamtbild über die Verbreitung und Häufigkeit der Tigermücken im Tessin. Am Fotomikroskop dokumentiert Luca Engeler die gefangenen Mücken als Beleg für jeden Fund. Bei den Larven kommt es auf kleinste Härchen an, um die Mückenart zu bestimmen. Hier der weiße Rückenstrich, der typisch ist für Tigermücken. Eleonora Flaccio, die Leiterin der Gruppe, bestimmt hier Mücken, die Leute aus der Bevölkerung ans Labor eingesendet haben. Auch das wird mit dem genauen Fundort ausgewertet. Im Labor für angewandte Mikrobiologie in Bellinzona wollen wir wissen, wie die Zukunft im Kampf gegen die Tigermücken aussieht. Es gäbe die Möglichkeit mit sterilen Männchen, eine Methode, die gut bekannt sei und die im Feld schon gute Resultate gebracht habe, die leider aber sehr teuer sei. Dabei ließe man sterile Männchen in einem Gebiet frei und diese sorgten dafür, dass sich die Weibchen nicht fortpflanzten. Diese Methode könne man zur Unterstützung der klassischen Bekämpfungsmethoden einsetzen. Damit setze man keine neuen Gene in die Umwelt. Es sei nicht die einzige Methode, aber sie sei wertvoll. Die andere Technik sei der Gene Drive, bei dem es vor allem Laborexperimente und wenig Erfahrung im Feld gebe. Mit dieser Methode setze man aber neue Gene in die Umwelt durch genetisch veränderte Mücken. Die ersten Feldversuche hätten dann auch mehr Fragen aufgeworfen als positive Antworten gebracht. Und das gäbe gegenwärtig Anlass zu vielen Diskussionen. Netznatur unterwegs nach Crevalcore zu einem Mückenforschungslabor am Zentrum für Landwirtschaft und Umwelt. 25 Kilometer nördlich von Bologna trifft das Netznaturteam auf Abertausende von Tigermücken. Käfig an Käfig wimmelt es von Mücken, die gezüchtet werden, um ihre Artgenossen draußen zu bekämpfen. Hier werden sie eingesaugt von Romeo Bellini, einem international anerkannten Mückenforscher. Seit vielen Jahren setzt er sich für die Bekämpfung von Mücken ohne Giftstoffe und Belastung für die Umwelt ein. Und so entwickelte er in den letzten Jahren die sogenannte Sterile Insect Technik bei den Tigermücken zur Praxistauglichkeit. Das ist ein Tigermückenweibchen mit den dünnen Fühlern, das Blut saugen könnte, um danach Eier abzulegen. Hier Männchen mit den Büschelfühlern. Männchen stechen nicht, aber sie tragen den Schlüssel zur Mückenbekämpfung in sich. Wenn man Männchen radioaktiv verstrahlt, werden die Spermien unfruchtbar. Mückenweibchen paaren sich nur einmal im Leben. Wenn sie das mit einem verstrahlten Männchen tun, legen sie danach das ganze Leben keine fruchtbaren Eier mehr. Das reduziert die Zahl der Mücken. Frage an Romeo Bellini, wie weit er sei mit seiner Forschung. Nach Jahren der Forschung versuchten sie, ihre Methode in die großflächige Anwendung zu bringen. In Italien, in Europa. Die Resultate im Feld seien gut und jetzt gäbe es ein Projekt für eine Anlage, in der sie 20 Millionen sterile Mückenmännchen in der Woche züchten könnten. Für dieses Projekt hofft Romeo Bellini auf die Finanzierung durch die EU. Eine solche Anlage würde es erlauben, die Produktionskosten zu senken, sodass die Anwendung im Feld finanzierbar wäre. Deshalb setzt er sich dafür ein, bei dieser Technik die Kosten zu senken. Eine fremde Mückenart, erst seit 2003 bei uns, fordert uns im Siedlungsraum heraus. Man zerbricht sich also nicht nur bei uns den Kopf darüber, wie man die Tigermücke, die ja nicht eigentlich in Sumpfgebieten vorkommt, sondern die vor allem dort lebt, wo es Menschen gibt, wo es Gärten, Parkanlagen, Industrie hat, wie man diese Mücken dort besser unter Kontrolle halten kann. Etwas, was überhaupt nicht einfach und enorm aufwendig
ist jetzt, wo die Tigermücken da sind, weil wir ihr durch die Klimaveränderung ideale Lebensbedingungen bieten. Aus der Sicht des Naturbeobachters kann man sagen, die Wunschvorstellung, dass man unbequeme Mücken auf einfache Art loswerden kann, die hatte man schon in den 1940er Jahren, als das Insektizid DDT erfunden wurde. Und solche Vorstellungen, die sind wieder in Mode, dank potenter gentechnischer Methoden. Und genauso, wie man das DDT 30 Jahre später wegen massivster Umweltschäden wieder verbieten musste, stellen sich auch bei den Gentech-Methoden Fragen auf ganz verschiedenen Ebenen, ob es wirklich so einfach, elegant, umweltfreundlich möglich sein wird, unbequeme Mücken ein für alle Mal auszurotten, wie uns das gewisse Wissenschaftler versprechen. Und jetzt zu einer völlig anderen Geschichte von der am weitesten entfernten Gegend unseres Planeten. 1859 soll in Australien der britische Jäger Thomas Austin 24 Wildkaninchen freigelassen haben für späteres Jagdvergnügen. 1920 schätzte man, dass es rund 10 Milliarden seien auf dem ganzen Kontinent, eine Katastrophe für die Landwirtschaft und die Natur. Man baute Zäune gegen die Kaninchen quer durch Australien. Man ließ Viren frei, die sie erblinden lassen und auch töten. Es nützte alles nichts. Erst durch das Entweichen anderer Antikaninchenviren, der Caliciviren, von einer Forschungsinsel nordwestlich von Melbourne nahmen die Bestände ab. Doch diese äußerst infektiösen Viren werden jetzt über die ganze Welt verschleppt und töten Wildkaninchen. Wahrscheinlich auch bei uns. 3 von insgesamt 5 isolierten Kaninchenpopulationen in der Schweiz sind verschwunden. Es gibt Indizien, dass Caliciviren schuld sind. Dass biologische Schädlingsbekämpfung, bei der man einen Organismus auf unerwünschte Arten loslässt, unerwünschte Konsequenzen haben kann, zeigt das Beispiel der einheimischen Marienkäfer. Die beliebten Glücksbringer, vor allem die mit 2 oder mit 7 Punkten, die sogar stilisiert ein Label in der Schweizer Landwirtschaft verkörpern, haben seit 2004 harte Konkurrenz aus Asien, die in das Futter Blattläuse streitig macht. Asiatische Marienkäfer, die man in der EU auf Blattläuse losgelassen hatte, eroberten bald auch die ganze Schweiz. Sie sind gefräßig und vermehrungsfreudig. Ihre gelben Eier mitten in den Blattläusen. Diese Eier wurden gehandelt, denn aus ihnen schlüpfte die Wunderwaffe der Blattlausbekämpfung. Ursprünglich wurde sie aus Asien importiert. Überall, wo sie sich bei uns selbstständig machte, verdrängte sie bald einheimische Arten. Sie kann auf unsere Marienkäfer Parasiten übertragen. Und einmal mehr wird es spannend, wenn man genau hinschaut. So schlüpfen Marienkäferlarven aus den Eiern. Unglaubliche Makroaufnahmen von Urs Wies, den wir in einer früheren Sendung vorgestellt hatten. Die Marienkäferlarven eines Geleges schlüpfen alle gemeinsam und haben sofort Appetit auf Blattläuse. Die Natur ist oft nicht zimperlich. Die Larven der asiatischen Marienkäfer häuten sich 4-mal innerhalb von 14 Tagen. Und hier filmte Urs Wies etwas Besonderes. Sobald die Marienkäferlarve in die Blattlaus beißt, rennen die anderen davon. Ein Alarm durch Geruch, Erschütterungen oder durch Geräusche. Jede Käferlarve frisst am Tag mehrere hundert Läuse. Dabei verankert sie sich mit einem Saugnapf an ihrem Hinterende. Im 4. Larvenstadium verwandelt sich die Larve dann in die Puppe, die sich mit dem Hinterende auf einem Blatt festklebt. Nach weiteren 5 Tagen schlüpft der fertige Marienkäfer, noch weiß und weich, damit er aus der Hülle kommt. Sobald der Außenpanzer hart wird, wird der Käfer bunt. Und dann geht wieder das große Fressen los. Im Herbst versammeln sich asiatische Marienkäfer oft in großen Schwärmen. Hier auf einer Kirchenmauer im Tessin beginnt eine Versammlung und dann verkriechen sie sich massenhaft in Ritzen von Gebäuden, wo sie überwintern. Solche Ansammlungen sind weder schädlich noch gefährlich, vielleicht nur je nach Ort allenfalls lästig.
Wenn die Marienkäfer in die Reben gehen und sich zwischen den Trauben verkriechen, sehen das die Winzer überhaupt nicht gerne. Wenn die Käfer und ihre stinkenden Säfte in den Wein gelangen, ist das einem guten Tropfen überhaupt nicht förderlich. Und auf der anderen Seite scheinen die fremden asiatischen Marienkäfer die einzigen natürlichen Feinde zu sein, die mit den fremden Rebläusen ziemlich kurzen Prozess machen. Die Reblaus, die wurde ursprünglich mit Rebstöcken aus Amerika nach Europa eingeschleppt. Und ab 1860 sorgte sie für eine verheerende Katastrophe im Weinbau in ganz Europa. Man hatte viel versucht, um diese Reblaus zu bekämpfen, hat schließlich gelernt, dass amerikanische Reben gegen diesen Parasiten resistent sind. Und man hat nun solche amerikanischen Reben als Mutterpflanze genommen und obendrauf aufgepfropft diejenigen Rebsorten, die man schließlich als Traube ernten will. Man sieht das an diesem Rebstock hinter mir. Die Pflanze unten, das dünne Teil, das ist die amerikanische Rebe, obendrauf dann die Pflanze, die Rebsorte, die man ernten möchte. Und das ist ein gutes Beispiel, wie man schließlich gelernt hat, mit einem gebietsfremden Parasiten umzugehen, mit ihm zu leben. Und so katastrophal die Reblaus für den Weinbau in Europa gewesen ist, so faszinierend ist sie als Lebewesen, wenn man sie aus der Nähe anschaut. Hier aufgeschnitten eine Reblaus-Kinderstube, eine sogenannte Galle in einem Blatt. Aus dem gelben Eiern schlüpfen junge Läuse. Einige bleiben auf den Blättern, andere verschwinden schleunigst in den Boden zu den Wurzeln ihrer Pflanze. Wenn sie dort saugen, werden Reben, die empfindlich sind, massiv geschädigt, was im 19. Jahrhundert den Rebbau in Europa großflächig zerstörte. Rebläuse vermehren sich auf den Blättern und den Wurzeln meist ungeschlechtlich. Weibchen legen ohne Paarung einfach Eier. Eine Generation kann Flügel tragen, die dann Männchen und Weibchen erzeugt. Alles furchtbar kompliziert, aber effizient. Den Befall durch Rebläuse erkennt man an solchen Gallen auf den Blättern. Und jetzt etwas ganz anderes. Ein Bericht in den Fernsehnachrichten des Schweizer Fernsehens von 1975. Wer nach heißen Tagen mit einem Sprung in den kühlen Rhein Linderung sucht, kann leicht Unangenehmes erleben. Weil die Gewässer bis nach 1980 stark überdüngt waren, wucherten Wasserpflanzen überall. Oft giftiger Wasserhahnenfuß und die eingeschleppte Wasserpest aus Kanada. Stellenweise musste man unter Wasser mähen, damit die Leute baden konnten. Anstatt mühsam von Hand, wollte man den Fall bequem biologisch lösen mit Fischen aus Asien. Nochmals ein Bericht aus den Tiefen unseres Archivs. Noch vor Jahresfrist versuchte man der stark zunehmenden Verkrautung des Rheins mit grasfressenden chinesischen Karpfen zu begegnen. Diese sollten im Jahr je 30 bis 50 Kilo Wasserpflanzen verzehren. Die Erwartungen waren, wie diese Archivsequenz vom vergangenen Jahr zeigt, hochgesteckt. Die schönen Fische mit dem spitzen Maul aber verschmähten den giftigen Hahnenfuß. Sie fraßen andere Pflanzen und schafften noch mehr Raum für das Giftgewächs. Der Misserfolg des Einsatzes war total. Im botanischen Garten Zürich lebt in einem Teich ein Marmorkarpfen, ein letzter Mohikaner von ursprünglich drei Karpfenarten, die man 1974 freigelassen hatte. Einer der letzten Nachkommen dieser Experimente. Im Gegensatz zur Schweiz hatte die Freisetzung asiatischer Karpfen in Amerika völlig andere Konsequenzen. Sie vermehrten sich dort massiv, vor allem in den Südstaaten, und wurden als invasive Fischart zu einem ökologischen Problem. Trotzdem gibt es Leute, die dieser Massenvermehrung der Fische eine humoristische Komponente abgewinnen, wie man auf verschiedenen Filmchen sieht, die auf YouTube gepostet sind. Wenn man mit einem Motorboot in einen Kanal fährt, in dem diese Karpfen leben, springen sie meterhoch aus dem Wasser. Eine Riesengaudi für die Leute, Stress für die Fische. Allerdings wohl nicht allzu schlimm, sie werden sich bald wieder beruhigen und die Leute müssen die Fische, die ins Boot gesprungen sind, natürlich wieder zurücksetzen. Gerne vergisst man. Auch Wildkarpfen, die als einheimisch gelten, wurden im Mittelalter aus dem Gebiet der Donau bei uns ausgesetzt.
Und dasselbe gilt wohl auch für den Edelkrebs, der nach Ansicht eines Genfer Forschers im Mittelalter eingeführt wurde, um ihn essen zu können. Nur zwei Arten, der Steinkrebs und der Dohlenkrebs, gelten wirklich als seit Jahrtausenden einheimisch in der Schweiz. Eine nachgestellte Szene um 1980, wie einer heimlich Krebse aussetzt in einem Berner Weiher. Galizische Sumpfkrebse aus Südosteuropa. Den Fischereiaufseher freute es. Ja. Er hoffe, sie blieben, sie wollten sie nicht ausrotten, sondern versuchen sie zu erhalten. Noch ein fremder Krebs, der Kambakrebs. Er kommt aus Amerika. Weshalb er da ist, kommt etwas später. Eine Paarung, bei der das Männchen das Weibchen auf den Rücken legt. Kambakrebse sind heute die wohl häufigste Krebsart in der Schweiz. Eine dritte gebietsfremde Art ist der Signalkrebs. Man erkennt die Art an den hellen Flecken auf den großen Scheren. Auch sie stammt aus Amerika. Das ist ein Pilz, unglaublich gefährlich für einheimische Krebse. Die sogenannte Krebspest wurde im 19. Jahrhundert aus Amerika nach Europa eingeschleppt und vernichtete dramatisch einheimische Krebse. Solche Massensterben gibt es heute noch. Die Krebse aus Amerika setzte man aus, weil sie resistent sind gegen den Pilz, den sie aber ständig auf sich tragen. Wo sie leben, haben einheimische Arten keine Chance mehr. 1995 fiel im Schübelweiher bei Küsnacht im Kanton Zürich eine vierte Krebsart auf, der rote Sumpfkrebs, der als robust und wanderfreudig gilt. Die Fischereiverwaltung wollte den neuen unerwünschten Amerikaner mit einem Insektizid vernichten, der die ganze Natur des geschützten Weihers stark geschädigt hätte. Proteste von WWF und Anwohnern mit Gerichtsklage und allem Drum und Dran verhinderten den Gifteinsatz. Schließlich setzte der streitbare kantonale Jagdverwalter Max Straub Aale und Hechte gegen die fremden Krebse aus. Er könne ihn mit bloßer Hand also nicht halten. Aale und Hechte räumten tatsächlich auf mit dem Krebsbestand. Aber wohl auch mit den Kröten, die im Schübelweiher laichen. Denn seit es diese Fische gibt, nehmen sie ständig ab. Heute hingegen ist der Katzensee bei Zürich voll mit roten Sumpfkrebsen. Wie es dazu kam, weiß man offiziell nicht. Wegen der Krebspest ist nämlich die Haltung, der Transport und der Verkauf ausländischer Krebsarten in der Schweiz verboten. Aber die Reusen von Geri Rüffnacht, einem der Pächter hier, sind regelmäßig voll mit den Amerikanern. Aber nicht nur. Es gibt auch einzelne Galizier, die nicht vorkommen sollten, wo Träger der Krebspest leben. Doch sonst reagiert die Natur. Neuerdings fressen auch die Blässhühner Krebse und auch die Haubentaucher. Man könne zuschauen, die tauchten und holten sie herauf. Aber auch wenn alles klar scheint, ist die Natur bei den Krebsen immer wieder gut für eine Überraschung. Ein Galizierkrebs mitten unter amerikanischen roten Sumpfkrebsen, die Träger der Krebspest sind, das ist doch ziemlich interessant. Es ist zwar bekannt, dass diese Galizier etwas weniger empfindlich auf diese Krankheit reagieren als unsere einheimischen Arten, aber vielleicht ist hier auch eine Art Anpassungsprozess im Gang, dass sich einzelne Tiere eine Art Immunität zulegen, dass sie auf die Krankheit unempfindlich werden, das dann ihren Nachkommen weitergeben, sodass schließlich eine Population entsteht, die überhaupt nicht mehr krank wird. Ein ähnliches Phänomen hat man in Finnland bei einer Art beobachtet, die bei uns als einheimisch gilt, beim Edelkrebs. Und dass sich einzelne Tierarten an ihre Krankheitserreger anpassen, wenn sie nicht ausgerottet werden, das ist in der Biologie überhaupt nichts Neues. Am Beispiel der Krebspest, die aus Amerika eingeschleppt wurde, und auch an den Krebsen, die von dort stammen, sieht man deutlich, wie empfindlich und gleichzeitig auch wie dynamisch die Ökosysteme unserer Gewässer auf gebietsfremde Arten reagieren. Das sieht man auch bei den Fischen und jetzt denn gleich bei den einheimischen Muscheln. Ein kleines Tal in der Nähe von Schaffhausen und ein Bach, der es in sich hat. Im Bachgrund eingegraben, kaum sichtbar, ein Schatz der Natur. Die letzte große Population von Bachmuscheln der Schweiz. Vielerorts sind sie bei uns ausgestorben wegen Überdüngung oder Giftstoffen im Wasser. Im Frühsommer am Morgen filmte mein Kollege Jonas Frey etwas, was sie so wohl noch nie gesehen haben. Eine Muschel kletterte ans Ufer, schaut aus dem Wasser und spritzt einen Wasserstrahl.
Nicht einmal, immer wieder, bis die Sonne kommt und es zu warm wird. Was soll das? Der Biologe Heinrich Vincentini fing diesen Wasserstrahl auf und schaute, was diese Muscheln durch die Gegend spritzen. Wenn sie fertig gespritzt hat, fährt die Muschel ihren weichen Fuß aus, wandert zurück ins Bachbett und gräbt sich wieder in den Grund. Unterdessen treiben im Wasser ihre klitzekleinen Larven, die sie herausgespritzt hat. Nun kommen Fische ins Spiel. Die Muschellarven klappen sich an den Kiemen oder an den Flossenstrahlen fest und werden dort umwachsen von Gewebe. So tragen sie die Fische sicher umher und verbreiten sie. Nach rund 2 Wochen fallen sie wieder ab als winzig kleine Muscheln. Das wundersame Zusammenspiel von Fischen und von Muscheln in einem kleinen Bach. Es ist bedroht. An diesem Bach leben Bisamratten, die größte Wühlmausart. Sie kommt aus Amerika und wurde wegen ihres schönen Pelzes im 20. Jahrhundert an vielen Orten in Europa ausgesetzt oder büxte aus Zuchtanlagen aus. Bisamratten sind meist Vegetarier, manchmal aber fressen sie auch Muscheln, auch hier in unserem Bach. Und weil dies einer der letzten Orte ist, an dem bei uns Bachmuscheln leben, ist das ein Problem. Deshalb werden diese Nagetiere offiziell bekämpft. Das macht seit vielen Jahren Hans-Peter Däuber. Er hat eine Schreinerei und ist begeisterter Naturfreund. Er wacht im Auftrag der Behörden über diesen Bach und stellt, wenn es sein muss, Fallen auf gegen die Nager. Wenn eine Bisamratte unter Wasser Kopf voran im Baueingang zwischen die Bügel dieser Falle schwimmt, hat sie keine Chance. Barbara Gollwitzer von Netz Natur fragt Hans-Peter Däuber, seit wann er denn Bisamratten fange. Angefangen habe er 1998. Damals habe man gesehen, dass es viele tote Muscheln im Bach gäbe. Und da habe man festgestellt, dass der Bisam diese Muscheln fresse. Und dann habe das Naturschutzamt Schaffhausen jemanden gesucht, der diese Bisamratten dezimiert. Im ersten Jahr habe er ungefähr 20 Stück gefangen. Und seither habe es stetig abgenommen. Und jetzt seien es im Durchschnitt so 6 bis 10 Stück im Jahr. Sobald es eine Überpopulation gäbe, fingen sie an, Muscheln zu fressen. Es fresse ja nicht jeder Bisam-Muscheln. Sie seien ja eigentlich Vegetarier, aber es gäbe immer wieder Einzelne, die sich spezialisierten. Wie hier die Zukunft der Muscheln aussehe. Die sehe eigentlich sehr gut aus. Man müsse natürlich schauen, dass die Wasserqualität erhalten bleibe. Man habe in letzter Zeit die Muscheln gezählt. Der Bestand habe sich erholt auf 130.000 Muscheln. Erfreulich aber an einem dünnen Faden dieser letzte große Standort in der Schweiz. Allgemein haben es einheimische Muscheln schwer. Unter anderem wegen kleiner, fremder Muscheln, der Wander- oder Zebramuscheln, die man mit Schiffen eingeschleppt hatte aus dem Gebiet des Schwarzen Meers. So überziehen diese kleinen Muscheln seit den 1970er Jahren in allen Gewässern, die langsam oder gar nicht fließen, jeden Untergrund. Auch große einheimische Muscheln, die so stark behindert und dadurch bedroht sind. Doch auf diesen massenhaften Schub von Zebramuscheln ließ die Reaktion der Natur nicht lange auf sich warten. Vögel wie Blässhühner tauchen bis in rund 10 Meter Tiefe nach den Muscheln. Durch das neue große Nahrungsangebot nahm im Winter die Zahl der Blässhühner und Tauchenten eindrücklich zu. Auf das 5-fache der Zahl ohne die Muscheln. Am Bodensee von 200.000 auf rund 1 Million. Die Wasservögel dezimieren die fremden Muscheln jeden Winter. Und so sieht man wieder einheimische Muscheln mit weniger oder ohne Wandermuscheln auf den Schalen. So reagiert die Natur immer irgendwie auf fremde Arten. Oft braucht das aber einfach Zeit. Eng verbunden mit den Zebramuscheln scheinen invasive Fische, die man 2012 in Basel im Rheinhafen entdeckt hatte und die dort seit 2014 die häufigste Fischart sind.
Wieder spielen Schiffe eine Rolle, die den Laichter Grundeln, der an Schiffsrümpfen klebt, weit herum verfrachten. In unserer Sendung Stimme für die Fische, die Sie auf unserer Homepage finden, berichten wir über Forscher in der Ukraine, die sagen, die Grundeln fressen dort junge Zebramuscheln. Beide, die Schwarzmondgrundeln und auch die Zebramuscheln, stammen ursprünglich aus dem Gebiet des Schwarzen Meeres. Mit Frachtschiffen kommen sie auf dem Rhein bis in die Schweiz. Deshalb gibt es Schwarzmondgrundeln rheinabwärts, 500 Kilometer nördlich von Basel, etwas länger. Fischereibiologe Stefan Staas beobachtet bei Köln auch viele Grundeln, aber auch spannende Neuigkeiten. Für Netz Natur macht er hier einen Probefang im Rhein. Von über 20 Grundeln, die das Elektrofanggerät erwischt, haben 3 Hautverletzungen, möglicherweise von Bakterien. Diese Verletzungen seien 2017 zum ersten Mal beobachtet worden und die Grundelzahlen hätten gleichzeitig deutlich abgenommen. Reto Vetterle befragt für Netz Natur Stefan Staas, der uns hier die kranken Fische zeigt. Im Rahmen der Elektrobefischung 2017 ist es eben aufgefallen, dass ein auffälliger Anteil der Grundeln, die gefangen wurde, dieses Schadbild aufwies. Gab es eine Veränderung in der Grundelpopulation? Ja, im Rahmen des eben erwähnten Untersuchungsprogramms ist doch sehr auffällig, dass in den letzten 2 Jahren die relativen Anteile, also die relative Häufigkeit der Grundeln im Verhältnis zu den heimischen Fischarten, auffällig stark zurückgegangen ist, als auch die absoluten Bestandsdichten. Wir hatten jetzt gerade auch im letzten Untersuchungsjahr 2018 sehr geringe, also geringe Bestandsdichten. Muss allerdings einschränkend sagen, dass wir auch sehr besondere Bedingungen 2018 hatten mit extrem hohen Temperaturen und extrem niedrigen Wasserständen. Also die Befischungsbedingungen waren andere und es gab halt besondere Umstände. Was heißt denn das für die Grundeln? Ja, das wissen wir nicht. Sie ist ja schlagartig festgestellt worden, obwohl vorher 2 Jahre mit gleicher Intensität untersucht worden ist, ist es nicht aufgefallen. Es ist schlagartig 2017 aufgefallen. Und im Folgejahr war es vergleichbar. Und wir wissen eben auch aus anderen Fischereiprojekten, die zum Beispiel in verschiedenen Rheinzuflüssen stattfinden, wie zum Beispiel der Lippe, dass es da ähnlich ist. Auch bei Basel gibt es die ersten kranken Grundeln. Und wie bei Köln haben Fischarten, die Grundeln fressen, zugenommen. Die Natur reagiert also auch hier auf die Invasion. Bei den gigantischen Mengen von Waren, die wir Menschen nicht nur über Kontinente, sondern auch interkontinental verschieben, ist es kein Wunder, dass auch viele neue Arten als blinde Passagiere mit verschleppt werden von einem Ökosystem ins andere. Und es ist kein Zufall, dass hier im Rheinhafen bei Basel nicht nur Schwarzmeergrundeln das Gewässer dominant besetzt haben, sondern dass man hier auch zum ersten Mal in unserer Region ein Insekt mit einem großen Schadenspotenzial festgestellt hat. 2011 wurde in Paletten, Holzpaletten aus China, in denen man Granit transportierte, der Laubholzbockkäfer festgestellt. Er hat dann im Hafenareal einen Baum befallen, den musste man fällen und es sollte bei weitem nicht der letzte sein. Er ist sehr schön, der Käfer aus dem fernen Osten, der europaweit für Aufruhr sorgt. Nach der Larven- und der Puppenzeit im Holz von Bäumen nagt er sich ins Freie durch ein Zentimeter großes, kreisrundes Loch, das typisch ist und verrät, wenn der Laubholzbockkäfer im Land ist. Dann paaren sich die Käfer und das Weibchen legt seine Eier ab, meist in dieselbe Laubbaumart, in der es selbst als Larve steckte. Die Larve, die dann schlüpft, nagt sich ins Holz und ihre Gänge können den Bäumen schaden. Hier bei Winterthur stellte man in der Schweiz 2012 zum ersten Mal Laubholzbockkäfer fest. Nach Erfahrungen aus den USA ist das Abholzen der Bäume die einzige wirksame Methode, um die Käfer zu stoppen und sie auszurotten. In Mali im Kanton Freiburg war der nächste Befall. Ein Stamm wird bodeneben abgesägt und das Holz geschnitzelt und verbrannt. Im Holz solcher Transportpaletten für den Granitimport aus China kamen die Laubholzbockkäferlarven nach Europa. Anstelle von Wasser als Ballast laden Handelsschiffe gerne den Granit aus China. Das bringt mehr als Wasser. Spezielle Teams suchen hier nach Laubholzbockkäfern in den Paletten. Denn obwohl diese mit Hitze vorbehandelt sind gegen die Käfer, traut man der Sache nicht.
Bald setzte man auch Hunde ein. Mit feiner Nase schnüffeln sie nach den Käferlarven. Such den Käfer. Es bildeten sich spezialisierte Gruppen mit trainierten Hunden für die Käfersuche. Hier Daniel Hagemeyer vom Unternehmen Arno Plofferer Spürhunde Schweiz beim Training eines Hundes. Der Hund zeigt an, wenn ein Baum von Laubholzbockkäfer befallen ist. Hier eine Hundeführerin desselben Teams, die mit ihrem Hund einen Garten absucht, der verdächtig ist. Kritisch für Käferholz sind Gartenunternehmen, die verholzte Pflanzen aus dem Ausland importieren. So kam eine zweite Laubholzbockkäferart ins Land. Und so werden auch solche Pflanzen regelmäßig kontrolliert. Hier von Hans Döberli, der einem anderen Team mit Spürhunden angehört. Dank dieses Aufwands, der von den zuständigen Institutionen und Behörden koordiniert und finanziert wird, scheinen heute die Laubholzbockkäfer in der Schweiz ausgerottet. Doch man bleibt wachsam. Und wo Bäume einmal befallen waren, führt man noch 4 Jahre lang regelmäßige Kontrollen durch, ob es nicht vielleicht doch noch Käfer gibt. Hier in Berikon im Kanton Aargau. Der Ahorn auf dem Foto war 2015 vom Laubholzbockkäfer befallen. Man fällte ihn und im Umkreis um die 100 Bäume. Hier die zweitletzte Nachkontrolle auf versteckte Käferlarven. Die letzte wird in einem Jahr sein. Die Käfer befielen bis heute in Europa nur Bäume im Siedlungsraum, in Perken und in Gärten. Und nur in bestimmten Laubholzarten können sie sich entwickeln. Am Boden schnüffeln die Hunde und auch in den Kronen ist hier etwas los. Sogenannte Baumkletterer untersuchen Ast für Ast, ob sie die typischen Löcher finden, die Käfer nach dem Schlüpfen in Holz und Rinde fressen. Bäume in Naturwäldern mit einer intakten Tier- und Pflanzenwelt wurden bis jetzt nie ernsthaft befallen. Das ist Trescore Balneario, ein Ort bei Bergamo in Norditalien. Dort hatten Laubholzbockkäfer eine Allee von Rosskastanien im Ortszentrum befallen. Der regionale Pflanzengesundheitsdienst der Lombardei informierte die Bevölkerung, was EU-weit Vorschrift ist in diesem Fall. Hier das Loch, das verrät, wer hier geschlüpft ist. Und die Spürhunde hatten es auch angezeigt. Ein deutsches Forschungsteam zeigt den Beweis vor Ort. Eine weiße Laubholzbockkäferlarve, die sich durchs Holz frisst. Baum um Baum fällt, alles wird eingesammelt, gehäckselt und verbrannt. Das Holzfällerteam frisst die Stümpfe bodeneben ab, damit keine Käferlarve übrig bleibt im Stamm. Ein Herr erzählt, während des Ersten Weltkriegs, als die Leute Holz benötigt hätten, hätten sie auch daran gedacht, die Bäume zu fällen. Aber sie hätten sich schließlich anderes Holz beschafft und diese Bäume respektiert. Im Umkreis von 100 Metern muss jeder Laubbaum weg, der auf Käfer sensibel ist. Die Biologin Lara Bassu, die das Netzaturteam hier begleitet, fragt Alessandro Bianchi vom Pflanzengesundheitsdienst, weshalb man hier so radikal sei. Es gäbe eine Vorschrift der EU, die das Fällen aller Bäume verlange, in denen Insekten säßen, und auch aller Bäume rundum, die befallen werden könnten. In der Sache heiße dies, dass das durch das Gesetz vorgeschrieben sei, aber auch aus wissenschaftlichen Gründen, um die Käfer zu stoppen, als momentan einzige Methode, alle Bäume in weitem Umkreis zu fällen. Die Via Locatelli vor und nach dem Einsatz des Pflanzengesundheitsdienstes der Lombardei. Am Sitz der Administration der Region in Mailand fragt Reto Vetterli die Biologieprofessorin Maria Angela Giampiti, was ihnen die fremden Käfer abverlangten. Der Pflanzengesundheitsdienst der Lombardei gebe sich Mühe, 2 spezielle Käferarten zu kontrollieren. Die eine Art der beiden asiatischen Laubholzbockkäfer, die vor allem Wurzeln befalle, und eine zweite Art, die Baumstämme bevorzuge. Ob man Fälle kenne, bei denen sie nicht nur Bäume in Siedlungen, sondern auch Wälder befallen hätten. Der größte Teil der befallenen Bäume sei im Siedlungsraum. In ihrem Fall 60% in Privatgärten.
der Rest in öffentlichen Parken. Sie hätten wenige Fälle gesehen, bei denen auch Bäume in kleinen Wäldchen befallen worden seien, Baumgruppen. Aber in all den Jahren hätten sie allgemein gesehen, dass die Käfer nicht in den Wald gingen, dass sie an den Rändern blieben. An welchem Punkt der Kampf gegen die Käfer stehe? Es sei ein sehr anstrengender Kampf. Bei der einen Art versuchten sie einfach, sie zu begrenzen. Bei der schaue man Jahr für Jahr und die Bevölkerung lerne, mit diesen Wurzelkäfern zu leben. Im anderen Fall, wo die Käfer Baumstämme befielen, sei das Ziel die Ausrottung. Da müsse man viel radikaler vorgehen. Aber es lohne sich, das zeigten die Resultate. Wie sie mit der Bevölkerung in den Gemeinden zusammenarbeite. Um diese Insekten zu bekämpfen, sei die Zusammenarbeit mit der Bevölkerung vor Ort fundamental. Sie hätten gesehen, dass alle Befallsherde aus der Bevölkerung gemeldet worden seien. Sie führten eine Informationskampagne, zum Beispiel mit dieser App, die Pflanzendetektiv heiße, die den Leuten genaue Informationen zu den wichtigsten Insekten, also auch zu den Laubholzbockkäfern, lieferten, damit sie dann melden könnten, was sie entdeckten. Hier der Laubholzbockkäfer mit einer Reihe von Fotos, die alle Bereiche seines Lebens zeigten, etwa die Fortpflanzung oder die Symptome an den Bäumen. Von Mailand in einen Park in London, in den berühmten Hyde Park. Hier gibt es keine Käfer aus Asien, aber sonst mehrere Arten, die gebietsfremd sind. Etwa Grauhörnchen aus Amerika. 1876 freigesetzt, haben Grauhörnchen in England das rote Eichhörnchen in vielen Gebieten verdrängt. Grauhörnchen werden überall gefüttert, in Parken und in Gärten, und sie sind alles andere als scheu. Rote Eichhörnchen gibt es im UK nur noch an wenigen Orten und sie werden dort gehätschelt von Vereinen und Privaten. Das amerikanische Grauhörnchen verdrängt in England das rote Eichhörnchen wegen eines Virus, das die Grauen tragen, ohne krank zu werden. Die Roten bringt das Virus um. Grauhörnchen auch in Italien, hier bei Turin im Park von Stupidigini. Der Biologe Sandro Bertolino und Spezialisten an der Uni Oxford berechneten ein Modell für die Ausbreitung der Hörnchen. Dazu sagte er 2010, das Grauhörnchen gäbe es in Italien in drei großen Populationen. In der Provinz Turin, entlang des Flusses Ticino, in der Lombardei und in Genova Nervi. Sie hätten versucht, die Ausbreitung der Population gegen die Nachbarländer darzustellen. Hier die Resultate der Simulationen. Die Turiner Population breitet sich gegen Frankreich, die am Fluss Ticino gegen die Schweiz und diejenige von Genova Nervi gegen die Emilia-Romagna und die Toskana aus. Tatsächlich, Grauhörnchen gibt es in Norditalien in vielen Parken oder Gärten, wo sie die Leute ausgiebig füttern. In der Natur sieht es anders aus. Das Schutzgebiet Parco Ticino, 30 Kilometer südlich der Schweiz. Hier gibt es rote Eichhörnchen seit je. Grauhörnchen wurden hier zwar im Jahr 2000 durch Fallenfänge festgestellt. Die Biologin dieses Parks, Valentina Parco, zeigte uns 2010 die Resultate einer zweiten Fallenaktion. Gelb seien die Nachweise der roten Eichhörnchen, grau die der Grauhörnchen. Im Winter 2009-2010 sehe man immer noch regelmäßig das Vorkommen roter Eichhörnchen, aber das völlige Fehlen von Grauhörnchen. Diese Kolonnen seien leer. Es habe also keinen Nachweis von Grauhörnchen mehr gegeben. Auf unsere aktuelle Nachfrage bei der Biologin habe sich bis heute daran nichts geändert. Der altehrwürdige Park von Genova Nervi liegt am Meer. Hier hatte man 1966 Grauhörnchen ausgesetzt. Unsere Recherchen zeigten, dass sie sich kaum aus dem Park bewegten. Die Wälder der Umgebung sind innen zu trocken. Im Park selbst wurden sie von den Besuchern intensiv gefüttert. Obwohl schon 2011 klar war, dass die Ausbreitung der Grauen keineswegs so abläuft, wie es das Modell von Bertolino vorgibt, bewilligte die EU trotzdem Millionen für ein Live-Projekt, um die Grauhörnchen in Norditalien zu bekämpfen. Im Park von Nervi wurden um die 200 Hörnchen eingefangen und sterilisiert und bis an ihr Lebensende in einem Park in der Nähe freigelassen.
In Nervi gibt es heute keine Grauhörnchen mehr. Doch weshalb breiten sich die Grauen in Italien nicht gleich aus wie in England? Beobachtungen in Irland und neu auch in Schottland zeigen, stellte man Baumarder, die man dort bisher intensiv bejagte, unter Schutz, brach die Population der Grauhörnchen zusammen und die Roten kamen zurück. In der Heimat der Grauen in Amerika gibt es in der Natur keine Feinde wie die Marder. Die heimlichen klettergewandten Marder, die nach einer neuen Studie in Norditalien recht häufig sind, haben mit Grauhörnchen ein leichtes Spiel. Das rote Eichhörnchen hingegen kennt den Feind und weiß, mit ihm umzugehen. Die Grauen bauen ihre Nester in den Astgabeln am Baumstamm, locker erreichbar für die Marder. Die einheimischen Hörnchen bauen ihre Kobel anders und ziehen ihre Jungen ziemlich sicher auf vor Feinden. Sie hängen ihre Nester weit draußen ins Geäst, wo es dem Marder mit seinem Gewicht schwerfällt, hinzukommen. Das englisch-italienische Szenario der Invasion der Grauhörnchen liegt heute nach 18 Jahren doch ziemlich daneben, obwohl man damit die Behörden in ganz Europa nach wie vor erschreckt. Schon 2010 hatten wir Sandro Bertolino damit konfrontiert. Sie hätten die verfügbaren Daten verwendet für ihre Berechnung, aber jede Simulation gebe das wieder, was idealerweise in der Zukunft geschehe, und habe ihre Grenzen. Das Ziel sei nicht, im Detail zu beschreiben, was geschehen werde. Man wolle eine Vision geben, wie sich die Grauhörnchen ausbreiten könnten, gegen Frankreich, tiefer nach Italien und gegen die Schweiz. Das Ziel des Modells sei nicht die Beschreibung der Situation, sondern man wolle Szenarien zeigen, was als Grundlage für politische Entscheide und Maßnahmen dienen könnte. Neben diesen Spekulationen ist in Italien Fakt, in Perken, wo Grauhörnchen gefüttert werden, nehmen sie vielleicht zu. Dort, wo die Natur intakt ist, setzen aber Fressfeinde sehr schnell die Grenzen. Die Eichhörnchen bei uns haben also von den Grauen kaum etwas zu befürchten. Bei uns stehen noch mehr Feinde bereit, Habichte und Sperber, an die das schwerfälligere Grauhörnchen nicht angepasst ist, die flinken Roten aber schon. Das zeigt, wie heikel Simulationsmodelle, die die Natur berechnen, manchmal sind. Vor allem, weil alle lieber dem Computer glauben, anstatt zu beobachten, was draußen abgeht. Wenn ich als Biologe und Naturbeobachter die Beispiele unserer heutigen Sendung und viele andere, die wir nicht ansprechen konnten, zusammenfassen und kommentieren möchte, dann fallen mir 4 Punkte auf. Erstens, dass durch den globalen Handel und das Umherreisen von Personen in unglaublichen Dimensionen immer wieder Organismen als blinde Passagiere verschleppt werden, Pflanzen, Tiere, Mikroorganismen, darunter auch Krankheitserreger, mit denen wir nie gerechnet haben in unserem Bereich. Und das in einer Häufigkeit, wie es bisher noch nie beobachtet wurde. Zweitens, dass sich gebietsfremde Arten sehr gern im Siedlungsraum des Menschen, etwa in einer solchen Parkanlage oder auch im Kulturland, ausbreiten. Grauhörnchen, Laubholzbockkäfer oder Tigermücken sind Beispiel dafür. Und dass gebietsfremde Arten es eben in einem natürlichen Lebensraum mit einer hohen Artenvielfalt, mit viel Biodiversität viel schwieriger haben, sich anzusiedeln. Und das zeigt, wie wichtig das intakte Naturlandschaften sind, wie wichtig die Biodiversität ist. Drittens, wir werden lernen müssen, mit gewissen gebietsfremden Arten einfach zusammenzuleben, wohl oder übel, wenn sie einmal da sind, weil sie sich überhaupt nicht und wenn nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand wieder ausrotten ließen. Und viertens, dass wenn wir Tiere und Pflanzen nach unserem Geschmack mit Gentechnologie verändern, neue Wesen schaffen, dass sich diese Wesen dann fortpflanzen in unserer Umwelt ausbreiten und sich ähnlich unberechenbar verhalten wie gebietsfremde Arten. Und wenn ich mir anschaue, in wie vielen Labors heute mit Genscheren experimentiert wird und wo man, wie es scheint, nicht einmal vor dem Menschen Halt macht, da frage ich mich schon, ob wir nicht schon längst an einer neuen Version der Geschichte des Zauberlehrlings basteln. Das wär's wieder mal, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, von unserer Naturreportage aus der Schweiz. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.